dann herzlich willkommen bei unserer neuen Folge Story of Seasons. So, wir gucken mal. Meine Energie ist schon wieder nicht voll. Hallo Niago. Morgen findet um Kochwettbewerb. Ja, ja. Als ob ich jeden Tag Zeit hätte. Ich habe da nicht mal einen einzigen Tag frei. Alter. Weil immer wieder die Gürkchen hier nach mir fragen. Meine Gürkchen. Bauis Gürkchen. Was? Pauli, deine Gürkchen rufen nach deine mir. Deine Gürkchen rufen. Sie machen, juhu, komm her und ernte uns. Jeden Tag. Das ist echt ätzend. Tu mal deine Würstchen da hier woanders hinpacken. Dass sie nicht immer nach mir schreien. Ich hoffe, der Frühling ist fast vorbei. Meine Gürkchen schreien. Noch ein paar Tage müssen wir. Ja, noch ein paar Tage müssen wir durchhalten, Pauli. Wegen deinen Gürkchen ist alles so, ja. Weil die so viel Aufmerksamkeit wollen. Ja, meine Gürkchen brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Na, guck mal, hier ist einer. Können wir mal. Obwohl, lieber jemand, der mit uns flirten kann. Was? Hä? Was? Was? Habe ich gerade flirten gehört? Na, brennen mag ich eigentlich. Ach, guck mal da. Der Typ, den du nicht magst. Wir haben ihm trotzdem mal was geschenkt. Wir müssen ja die Sachen wegkriegen. Wisst ihr gar nicht. Doch, hier. Ich kann Herrn Carter, dem Fahrer, einfach nicht verstehen, was für ein irritierender Mann. Warum glaubt er? Woran glaubt er eigentlich? Ah. Nicht an uns. Da, da, da. Da, da. Das Mädchengehege ist so toll. Ah, guck mal, hier noch einer. Brauchst du etwas? Ja, hier. Ich brauche einen Abnehmer. Zum Abnehmen. Zum Abnehmen. 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 Ist heute der Koch oder morgen? Morgen, oder? Morgen. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Tolle Gräser für uns alle. Werden wir. Und danke, das ist fantastisch. Ich muss etwas zaubern, was dem guten Ruf des Gasthauses gerecht wird. Ja, mach. Geh mal hier oben. Immer dieser Druck. Feiertage können echt nerven, oder? Wenn man bedenkt, ständig hat jemand Geburtstag. Ständig hat jemand Geburtstag. Guck mal, das waren wirklich eher seine. So orangenes Gras geben wir mal denjenigen. Aha, Gras. Wir verkaufen Gras. Mit ihnen müssen wir auch noch mal reden. Danke vielmals. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Reden überhaupt was bringt. Ja. Wir machen es trotzdem, weil wir uns nicht sicher sind. Ey, der ist echt schlecht. Positioniert. Ja, erstmal die anderen. Seine Aufgabe ist es, die auf die Palme zu gehen. Ja, das bist bestimmt du. Ein richtiger Bowie, Alter. Bowie 11. Sag mal, was ich mich frage, müssen wir denn jeden Tag hingehen, um ihnen die Aufgaben zu erklären, bestimmt. Oder machen sie das automatisiert? Das wird nicht näher erläutert. Ach so. Das weiß ich gar nicht. Oh, der nervt. Hier, wir gehen einfach. Den kann ich eh nicht gut einteilen. Einfach mal gucken. Naturgeister. Oh, guck mal, Kürbis hat schon. Warum hat Kürbis? Okay, er ist orange, deswegen hat Kürbis. Sonne hat auch schon 3. Sehr gut. Läuft alles nach Plan, Bowie.
Jetzt Jetzt unser gehen wir böser Plan. gießen. Palu, palu. Ich brauche mehr Gräser. Da. Aber dann waren Bowies Gürkchen wenigstens was gut. Yep, das gefällt mir. Mir auch. Guck mal, das sind nochmal Gürkchen. Ich die übersehen? Zufall, dass die schon gut waren. Mal, wenn nur noch ein paar Tage sind, dann gieße ich die nicht mehr, die komplett am Anfang sind. Dann werden die ausgelassen. Und nur noch die hier. Was passiert eigentlich, wenn man sie einmal nicht gießt? Ist das sehr schlimm? Nee. Das ist wie im Realen, wenn man die einmal nicht gießt, dann. Wenn man die 20 Tage nicht gießt, denn sobald man wieder gießt, die Pflanzen brauchen nur 16 Mal gießen und dann tragen sie Früchte. Es ist egal, in welchem Abstand man die gießt. Verarscht mich doch, oder? Nein, das ist so. Leute, sie verarscht mich doch, oder? Guck, sogar meine Figur sagt nein, Baum. Bowie kennt sich halt mit sowas nicht aus, weil er ist ein Weihnachtself. Und das weiß jeder, im Nordpol wächst halt gar nichts. Sie sind halt die schlimmsten Gärtner. Das sieht man auch bei Stardew Valley. Guckt mal Bowie beim Pflanzen an. Er ist halt echt unglaublich Ja. unhändig damit. So. Da. Los, los, steh auf, mach weiter. Gießen, gießen, gießen. Ob ich jetzt bei den anderen Pluspunkte gesammelt habe, die ich diese Onigiris da geschenkt habe. Ja, auch immer Bescheid sagen möchte. Wir brauchen unbedingt noch einen Regentag. Kann morgen und übermorgen und überübermorgen nicht einfach regnen? Kann ich das nicht? Ja. Ah. Oh, na ganz toll. Ich hatte gehofft, dass Frühling einfach mehr Regen ist. So, wir gehen erstmal wieder zu unseren tollen Elfen. Wichteln, meine ich. Ah, oh, ich wollte schon sagen. Hunger, Bowie. Warum kochst du uns nicht was? Warum ich nichts koche? Ja. Weil ich hier unten eingesperrt bin, vielleicht? Ist heute Montag? Nein, Bowie muss nicht arbeiten. Oh. Ich habe ja mein Vorsatz dieses Jahr ist ja nur noch montags bestellen. Also, ich dachte, dass du nett zu mir bist. Nein. Wieso soll ich nett zu dir sein? Das steigt dir das zu Kopf. Ich Ja. habe mir vorgenommen, nicht nett zu dir zu sein. Das machen viele. Viele machen den Partner runter. Bowie ist ja mein Partner. Habe ich so beschlossen. Boah. Und Ich habe kein sie machen. Mitspracherecht, Nein, er rede nicht. ne? Viele machen ja den Partner runter, dann denkt der Partner nämlich, er ist nix. Und dann kann man schön mit ihm zusammenbleiben. Das finde ich halt ganz schlecht. Ja, so gar nicht meins. Ich Sicher? bin altmodisch, was das bezogen ist. Aber Bowie darf trotzdem nicht denken, dass er hier irgendwelche Rechte hat. Ach, guck mal, heute haben wir das Kochding. Oh, Aha, geil. heute Morgen. Genius, einfach nur Guck mal, er hat mich einfach Genius. rausgeschmissen.
Dann gehen wir hier lang. Oh, guck mal da. Ah, eine blaue Blume, sehr gut. Blau haben wir aber ein bisschen. Lalalala. Ich wusste gar nicht, dass da überhaupt eine sein kann. Siehst du, man. Das ist immer eine Überraschung. Neue Überraschung. Überraschungen. Guck hier. Yippie. Aber ich hoffe morgen oder so, dass sie die Herzen voll haben. Ich bin ungeduldig, ich weiß. Du bist ungeduldig. Aber wäre das schön, wenn sie nicht noch vor Ende des Monats einfach mal schon mit mir befreundet wären. Ja, das wäre nice. Ich meine, ich habe auch viel Kohle dafür gelassen, dass sie... Sobald wir befreundet sind, wie bei jeder guten Freundschaft, hörst du auf, die anderen was zu schenken. Ja, ins Spiel. Nein. Was? Ja, jetzt kann ich auf einmal kann ich plötzlich so meine Beziehung mit den Naturweisern. Guck mal, es sind schon mehr mit den drei. Wir gucken uns noch mal bei den Bewohnern an. Guck mal. Heißt es, dass ich hier schon ein Herz habe? Erdbärchen. Nee, das heißt ja, einfach, dass oder? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich glaube, das liegt... Man hat, fängt, glaube ich, mit einem Herz an. Guck mal, Jeff mag mich schon total. Boah, Jeff. Ich verstehe das nicht. Das ist Jeff. Guck mal, sogar die Göttin mag mich. Teils. Teils, teils. Da 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 da. Was ist das? Bon vivant. Wow. Hallo. Gib mir mein Bestes. Was soll ich zubereiten? Interessant, total lecker. Das Malilia, das ist doch die Mutter von Erdbärchen, oder? Ich weiß es nicht. Ist der Doktor? Rick. Sind aber gar nicht so viele Personen gekommen. Man wollten sie nicht noch mehr Leute in die Ecke pressen. Ach ja, Leute in die Ecke pressen. Was gibt's Besseres? Ja, dann fang doch mal an. Hallo. Das finde ich nicht. Es wird gesagt, dass umso mehr man Arbeit in ein Gericht steckt, umso besser schmeckt es. Das ist voll falsch. Ja, das ist falsch. Ja, aber wann können wir denn das Event beginnen? Ich gehe einfach. Wahrscheinlich bin ich eingesperrt. Sarah, geh mal weg. Ich brauche morgen wieder
Weizenmehl muss ich mal kaufen. Aber hey, wir haben auch gut Kohle den Monat verdient. Wenn uns demnächst die Elfen immer helfen. Ach, kennt ihr diese Serie? Wenn Elfen helfen. Oh, boah, ich liebe die alten Folgen. So eine tolle. Das ist mit Timmy und oh, so toll. Timmy Turner. Ich habe diese Serie nur geguckt. Raus. Weil, ja, ich habe diese Serie nur geguckt. Ist so eine Kinderserie. Weil ich Wanda und Cosmo auf ein Anime. Also, die wurden gemalt, die beiden. Und ich fand die so süß. Also, so Anime-mäßig wurden die gemalt. Und dann dachte ich, oh, guck mal, wie süß die zusammen aussehen. Was sind das? Von welcher Serie sind die? Und dann habe ich mir das rausgesucht und habe halt gesehen, dass sie dort anders aussehen. Aber die sind süß. Sowas, ja. Das ist. Guck mal, Cosmo ist auch genauso wie Bowie, wenn man das wollte recht sagen. Ja, wollte ich nur sagen. Ist voll mein Bruder. Mein kleiner Bruder. Wir würden denn so ein lilanes Baby bekommen, wenn wir eins machen würden. Wer? Wir. Warum lila? Weil bei Cosmo und Wanda, das ist ja auch lila. Ach so. Aha. Lila ist aber keine schöne Farbe. Doch. Doch. Doch, lila ist eine schöne Farbe. Ja. Bowie, sag jetzt nochmal, lila ist eine schöne Farbe. Lila ist eine verdammt schöne Farbe. Ja. Dieses verdammt hättest du ja nicht sagen müssen, weil das lila ja auch bezogen auf unser Kind ist, aber... Ich wollte das nochmal betonen, wie schön das ist, weißt du? Ja. Erstmal nam nam nam. Ich glaube, wir hätten jetzt nochmal zurücklaufen müssen, um das Ergebnis da mitzuerleben. Interessiert euch das? Nein, also gehen wir auch nicht hin. Wir legen uns danach einfach schlafen. Wir sind so Einsiedler. Wir haben so mit dem ganzen Dorf nichts zu schaffen. So, wer sind die? Ja. Guck mal, heute konnte ich alle gießen. Oder auch nicht. Mal gucken. Ah, guck, alle gegossen. So, meine Figur ist müde. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Ich gehe einfach schlafen. Ich gehe einfach schlafen. Die Folgen sind super gut, wenn ihr dabei einschlafen wollt. Kann ich nur empfehlen, meine Folgen anzugucken. Also die Folgen. Weil es so eine entspannende Umgebung ist. Und man auch nicht groß gucken muss, oder? Also so... Ich kann ja alles hier für euch. Ich sag einfach, was ich mache. Sag aha, es. Guck, ich pflücke gerade Gurken. Die Gurken oh. Sind stramm und dick. Und ich pflücke ja. Sie mit meiner Hand. Ich ja. Greife nach ihnen. Und dann packe ich sie in die Lieferkiste. Ich decke sie da rein. In die Lieferkiste. Das ist doch toll, oder? Aber gleich gehe ich noch die Elfen, die Wichtel da. Elfen, Wichtel, alles dasselbe. Bowie schreit auf. Er so, nein, wie kannst du sagen, es ist dasselbe? Ist alles dasselbe. Wie kannst du sagen, es ist dasselbe? Mal, du Bowie, wenn wir innerhalb eines Monats 5000 Gold hier verdient haben, um 5000 Gold ist zum Beispiel, ja, wie Euro. Denn ich glaube, ich hole mir einen Bauernhof. Und pflanze Gürkchen an. Ja, ich glaube, das ist so einfach. Ja. Ich mache dann so als Stream, so ich pflanze real life Gürkchen an. Und dann rege ich mich auf, weil es nicht klappt. Hallo! Aufregen macht Spaß. Wir müssen mit ihnen reden, dann denken sie, wir mögen sie. Echt? Christa, ihr glaube überhaupt. Da. So, wir gehen wieder den Weg, wo wir vielleicht noch was Tolles finden werden. Da. Aber immer nur blau. Dann nochmal. Na,
Hallo, lass mich durch. Ich muss noch mal zum Strand. Vielleicht finde ich da noch ein paar gelbe. Da! Ich hab's vorausgesehen. Wir müssen auch noch ein bisschen Gold sparen. So, wir gehen jetzt erstmal. Gehen wir erstmal kaufen, ja, oder? Kaufen, ja. Kaufen. Kaufen. Kaufen, kaufen. Wir, die haben nicht offen. Hallo, ich bin dein bester Kunde. Guck mal, deswegen Marc und Chef, weil wir was bei ihnen gekauft haben. Aha, okay. Was für ein geldbezogener, gieriger Mann. Oder? Nein, alles gut. Ist mir egal. Das ist doch gut, wenn er uns mag. Und wir nichts machen müssen. Ich bin Einsiedler. Ich möchte mich nicht mit den Leuten unterhalten. Aber wenn wir einfach Sachen von ihnen kaufen, Geld werde ich irgendwann einen Überfluss haben. Schon gerechnet. Guck, er findet es super gut. Wir müssen gleich mal gucken, ob das schon gefruchtet hat. Unser Einschleimversuche. Einschleimversuche. Ich bring mein Schleim mit, warte. Hier! Sonne hat 4! Sonne! Ja! Ja! Lass ihn schuften für uns! Wie lange soll ich? 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage. 7 Tage. 7 Tage lang gießen. Das soll ich machen, stimmt's? Ja. Ja. Ah, voll gut. Warum ist der andere noch nicht so weit? Blaubeere, was ist da los? Arbeitsverweigerung 6. Ja, das ist mir egal. Hauptsache einer ist schon mal du. Dann ist der morgen dran. Du bist dran. Ah, oh, ist das schön. Wehe, der gießt nur ein Feld oder so. Das wäre so ärgerlich. Das wäre so witzig. Ich hab deine Felder gegossen. 1. Aber lass ihn nur beobachten, wie er die Felder gießt. Das sieht bestimmt witzig aus. Wir setzen uns da mit so einem Cocktail hin, gucken ihn zu und sagen, das war's aber schön. Ja, genau so. Alles schon geplant. Alles schon geplant. So. Ich habe es geplant. Also ich weiß jetzt, wie man den Blauen anredet. Man muss so stehen und dann muss man hier hinklicken. Nicht dahin. Dahin. Da. Also ich denke, morgen ist der andere auf jeden Fall bereit. Aber wir haben nicht mehr 5000 Gold. Ah, aber wir werden noch welche. Ja, es, wir werden Millionäre sein irgendwann. Ich gehe auch nochmal hier gucken. Weil wir wollen ja auch nochmal gucken. Hallo. Das kann ich heute für dich tun, wenn ich gerade über Werkzeuge verbessern. Ich hätte gerne die Gießkanne. Guck mal. Ja. Was? Nein. Scheibenkleister. Jetzt habe ich kein... Ich dachte, er wäre gleich fertig. Jetzt kann was ich die nicht... Passiert? Ich habe meine Gießkanne verbessert, aber es braucht einige Tage. Oh. Und ich habe jetzt keine Gießkanne mehr. Ja, dann müssen wir schlafen gehen.
Obwohl, mit der Energie kann ich ja zumindest mein Feld aufräumen. Irgendwas Sinnvolles machen. Irgendwas Sinnvolles machen. Was haben wir da? Eine Axt. Mit der Axt. Weil du alle meine Freunde mir verjagst. Mit der Axt. Weil die Axt das Einzige ist. Ich glaube, ich werde mir doch meine Sichel erstmal holen und das ganze Ding hier wegräumen. Okay. Und zu viel Unkraut. Oh Mann, ich habe eigentlich... Nein, hör auf die Unkraut hier. Pack's wieder auf den Boden. Ey, das... Unglaublich. So. Gesundheit. Oh Mann, ey. Schön am Knie abgeputzt. Ach, guck mal. Ist schön die ganze Rost abgesperrt, ja? Ja. Lecker. Oh Gott, ey. Der hat mir nicht gesagt, dass es Tage dauert, bis... Das hätte er mir ruhig mal sagen können. Wenn sie besser mit mir befreundet sind, glaubst du, dass sie dann auch mehr machen? Also umso besser sie mit mir befreundet sind, umso mehr harte Arbeit machen? Ich glaube, das bei dir... Arbeitest du härter, weil du mehr ja, mit mir... Ja, auf jeden Fall. Klar, für andere tue ich gar nichts. Nicht mal aufheben, wenn sie stolpern. Oh, noch nicht mal aufheben, wenn sie stolpern. Ich würde schon gerne so einen Hühnerstall oder so bauen. Glaube ich dir. Ein paar Hühner holen. Guck mal, wir haben zwar jetzt einen Tag ausgefallen, so wichtig ist es aber wirklich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die Gießkanne morgen fertig ist. Dass wir morgen wieder gießen können. War halt ein bisschen ungünstig, wir hätten heute nochmal gießen müssen und dann... Oder an einen anderen Monat, ja. Aber hey, das können wir jetzt nicht ändern und die sind halt jetzt umgegossen. Ja, manche Sachen kann man einfach nicht ändern. Es könnte doch morgen auch einfach mal regnen. Bitte regne doch mal morgen. Regnen. Es wird ein Regentanz auf. Ein Regentanz. Oh, das würde ich gerne sehen. Ein Regentanz. Oh, es hat nichts gebracht. Es war kein Regentanz. Es war ein Sonnentanz. Wo ist jetzt der Elf? Wichtel. Hallo? Da ist er. Da. Los, pack an. Er hat einen gegossen. Er hat zwei gegossen. Drei! Ah! Wenn wir schneller das machen, schneller ist. Und jetzt bedient er sich an unsere Lieferdienst. Wow. Ja. Was macht er denn hier? Fünf! Sechs! Sieben! Oh, er macht 8. Er macht viel mehr, als ich gedacht habe. 9. 10. Oh, voll gut. Jetzt schläft er. 10 hat er gemacht. Das heißt, wir können einen, wenn wir so einen Wichtel haben, dann können wir nachzählen. Pro. Hätte er jetzt nur 10 gemacht? Er hat 10 gemacht. Das reicht doch. 10 ist doch super. Ja. Wie hat er unseren Wichtel da nicht ab? Nur weil du eifersüchtig bist. Weil ich jemanden gefunden habe, der hier irgendwas macht. Hey, ich mache auch viel. Ja, wenn der andere morgen noch mitmacht, dann sind es schon 20. Aber guck mal, der andere ist jetzt weg.
Vielleicht macht er weiter, wenn er geschlafen hat. Das wäre hilfreich. In der Tat. So, jetzt gucken wir nochmal. Vielleicht ist der Blaue jetzt auch... Ja, Blaue ist auch überzeugt von uns. Ja, dann reden wir nochmal mit ihm. Sie hat sich ja gefreut, voll süß. Ja. 7 Tage. Stimmt, genau. Also das ist wirklich... Guck mal, er ist auch. Sag mal, hat Bowie nicht. Hat er gelogen? Was denn? Konnte man sie auch schon vorher fragen? Frag doch einfach mal. Bowie? Der hat nur 3. Ja. Und den hätte ich auch schon fragen können. Ey, ich darf diesen Troll da nicht mehr vertrauen. Der macht einfach nur, was er will. Der gibt doch nicht mal richtige, vernünftige Art. Bounty, siehst du, ich werde hier manipuliert. Der macht es. Oh, ja, ganz toll. Ja, toll. Ich habe mich drauf verlassen, Bowie. Ich habe mich drauf verlassen, dass du mir den richtigen. Warum tust du auch sowas? Warte mal, wir müssen ihn erstmal hier. Überlegt es. Ja, das frage ich mich auch. Ich bin jedes Mal... Ich werde mich zu rächen an dir. Boah, ja. Was? Ja, die werden jetzt morgen... War das ein Moloch? Ja. Ein wütendes Moloch. Weiß gar nicht, vielleicht brauchen wir gar nicht so viele, die hier gießen, aber die gießen jetzt einfach mal für uns. Sieben Tage lang. Gut, dann können wir ja was anderes machen an unserer Zeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir ab morgen alles für uns machen werden. Ich weiß gar nicht, mögen die Blümchen hier? Gelbes Gras zum Beispiel. Oh nein, mögen sie nicht. Gelbes Gras. Abgeschlossen. Oh, oh. Guck mal, sie will jetzt da rein. Oh, gut. Ah. Ich dachte, ich bin gefangen. Das hätte das sein können. Ja. Mann. 9 bis 17 Uhr. Was? Dienstag und Sonntag ist geschlossen. Okay. Dann gehen wir nochmals zu der Werkstatt und fragen nach unserer Gießkanne. Ich meine, auch wenn wir die jetzt nicht mehr brauchen. Ja, was ist unsere Gießkanne? What the fuck? Geh ich nochmal zum Strand. Ich meine, die Blümchen müssten wir jetzt genügend bekommen. Dadurch, dass wir jetzt endlich Zeit haben. Wo ist denn der Schmied nochmal? Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Der ist doch hier, oder? Ja. Ja, da. Das ist ein richtig Riesenhammer. Oh, guck mal, ist bereit.
Und das Provision. Kann ich ja einfach schon mal die Axt oder so verbessern? Kann ich die Hake? Moment, ich kann ja mal gucken. Werkzeuge verbessern. Da hätten wir Silber benötigt. Oh, na. Ja, ja. Hauptsache, ich habe jetzt meine Gießkanne ein bisschen weiter. Das heißt, wir können heute auch noch mal gießen, bevor wir schlafen gehen. Alter! Er hat wirklich wieder weitergemacht. Ja. Was soll ich jetzt mit so vielen... Was soll ich jetzt mit so vielen Wichteln machen? Da hätte ja gereicht, wenn ich einen hier... Aber dann machen sie es schneller. Die anderen können andere Tätigkeiten übernehmen. Ja, das habe ich aber jetzt schon... Jetzt ist es durch. Es ist durch. Ja, es ist durch. Ja, es ist durch. Aber wir müssen das nochmal... An Anfang des Monats. Wir machen jetzt den Monat alles sauber. Und an Anfang des nächsten Monats machen wir so viel. Wir pflanzen alles voller Dinge an. Oh, das wird schrecklich für die sein, aber egal. Ich habe mich daraus. Ich hoffe, man kann sie hintereinander weg benutzen. Und nicht, dass die dann auch mal Ruhepause brauchen. Wie Ruhepause gibt's nicht. Ja. Die Steine wären halt cool, wenn wir die wegkriegen würden, aber das müssten die erstmal. Los, steh wieder auf. Haben wir denn hier noch so kleine Steine, die wir zerdüppeln können? Am Wald sind welche, ich weiß, aber eigentlich will ich erstmal das Feld machen. Ich verstehe gar nicht, warum er gesagt hat, dass die Dinger noch nicht bereit sind. Eigentlich hatten wir doch alles weggemacht und hatten wir doch so viele Aufstufungen, oder? Wo du ja gesagt hast, sie können ihren was auch immer verbessern. Keine Ahnung. Und guck mal, ist alles sauber. Außer da liegt es halt noch ein bisschen. Da verlässt man sich auf jemanden, weißt du, und dann kommt sowas. Ja. Sag, davon kannst du Lieder singen. Also der eine ist echt fleißig. Guck mal, die sind sehr viel nützlicher. So, wir gehen jetzt aber schlafi. Vielen Dank fürs Schauen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ja. Schreibt doch mal rein, ab wann ihr, um welche Uhrzeit ihr diese Folgen guckt. Das wäre doch toll. Ob ihr die beim Schlafen... Ich würde die ja beim Schlafen, weil ich finde, das ist so ein Spiel, da muss man nicht Ich gucke mir ja selber gerne Folgen an. Nicht von mir, von anderen YouTubern. Auch ich benutze oft welche zum Schlafen. Ich finde das super. Wenn man so beim Schlafen noch so ein paar Geräusche hört und Leute, die sich unterhalten. Finde ich immer ganz cool. Ich finde, weil ich mich so viel unterhalte während den Folgen, dass das ganz gut passt zum Einschlafen, oder? Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr es guckt. Denkt an das Like, das würde mich das unterstützt mich. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr mich sonst unterstützen wollt, dann wäre ein Kommentar ganz nett. Oder empfehlt das Spiel mal weiter und schickt dann dazu meinen Link zu dem Video. Und dann guckt euch mal das Spiel an. Ich finde, das ist die beste Art, jemanden zu werben. Ihr könnt ja auch drunter schreiben, wenn ihr eine bessere Art wisst. Vielen, vielen Dank dafür und dann bis dann. Tschüss, meine Süßen. Ciao, Leute. Ciao.
Ba 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 ba.